Danke, lieber Matthias. Es trifft sich wirklich sehr gut. Das, was ich mir vorgenommen habe zu sagen, passt wirklich hervorragend zu dem, was du erzählt hast und auch, was Sie, Frau Knapp, erzählt haben. Ich wollte auch mit dem Altsein und Jungsein beginnen. Und ich möchte mich beziehen auf die Wahl in Österreich, aber auch auf den Rechtsruck in ganz Europa und möchte Folgendes bemerken in dem Zusammenhang, dass wir nämlich als Gesellschaft alt geworden sind. Wir sind keine Frage sehr alt geworden und dieses Altsein führt zu diesem Rechtsruck. Interessanterweise wählen ja die Jugendlichen, also die Jungen unter 30, am meisten FPÖ. Das heißt, es gibt ein interessantes Phänomen, dass in unserer Gesellschaft die Jungen zum Teil älter sind als die Alten. Wir wissen das auch mittlerweile, dass jene alten Menschen, die nicht verbittert sind, dass die mit 70, 80 oft ihre glücklichste Zeit haben. Ein Phänomen, das als solches gar nicht so alt ist, aber relativ gut soziologisch und sozialpsychologisch belegt ist. Das trifft natürlich das Alter, und ich werde dann gleich erklären, aus meiner Sicht, dass sich teilweise auch sehr mit Frau Knapp deckt, was Altsein überhaupt bedeutet. Da muss man natürlich leider Folgendes sagen: Von diesem Altsein der Gesellschaft profitieren nicht nur die populistischen Parteien, und ich werde es dann erklären, über welchen Mechanismus, wie ich das verstehe, sondern auch das Zukunftsinstitut. Weil das Zukunftsinstitut ist ja, wie gesagt, manchmal nervt es ja meinen lieben Freund Matthias Horx, ständig konfrontiert mit der Frage, wie du ja am Anfang auch gesagt hast, wie wird die Zukunft aussehen? Und diese Frage nach der Zukunft, wie die Zukunft aussehen wird, diese drängende Frage, diese bedürftige Frage, wie die Zukunft aussehen wird, das ist etwas, was dem Alter vorbehalten ist. Und das wird ein Junger nicht in der Weise stellen. Der junge Mensch hat viel zu viel mit der Gegenwärtigkeit zu tun, als dass er sich mit der Zukunft in der Weise, in der bedrängenden, bedürftigen Weise beschäftigt. Und wie ich dich, Harry, und dich, Matthias, kenne, möchtet ihr eigentlich euren Kunden, und das ist sicherlich eine sehr herausfordernde Aufgabe, eigentlich vermitteln, wie man, auf welche Weise man die Anfrage nach der Zukunft stellen soll und dass man sie so nicht stellen kann, weil sie sozusagen keinen Sinn ergibt, als alter Mensch nach der Zukunft zu fragen, sondern nur aus der Jugendlichkeit heraus. Darüber möchte ich ein wenig sprechen. Damit Sie ein bisschen mehr verstehen, die Hintergründe dessen, was ich jetzt gerade gesagt habe, möchte ich sozusagen ein bisschen basal anfangen. Wir haben ja, wie auch Frau Knapp erwähnt hat, ein unreifes Gehirn, wenn wir geboren werden. Das ist so unreif, dass wir bis zum vierten Lebensjahr uns gar nichts merken können, weil das sogenannte explizite Gedächtnis nicht funktioniert. Das explizite Gedächtnis ist das, dass Sie sich erinnern können, dass Sie da am Zukunftstag, am Future Day waren. Das funktioniert nicht, weil die hippocampale Struktur, die du erwähnt hast, Matthias, einfach zu unreif ist, dass die Konsolidierung des expliziten Gedächtnisses noch nicht funktioniert. Sehr wohl funktionieren implizite Gedächtniskonsolidierungen, sodass wir leider
bis zum vierten Lebensjahr traumatisierbar sind, aber diese Traumata nicht explizit abrufen können, was eine besondere Herausforderung für Psychotherapeuten darstellt, weil alles, was verankert ist, kann man natürlich bearbeiten, aber was nicht richtig verankert ist, kann man nicht bearbeiten. Das ist sozusagen, könnte man sagen, dieses unreife Gehirn, daher ein bisschen ein Fehlgriff, diese Vulnerabilität der frühen Kindheit, ein Fehlgriff der Evolution, könnte man sagen, ist es aber nicht, weil wir Menschen durch diese Unreife natürlich uns den gesellschaftlichen und den sozialen Bedingungen anpassen können, in viel besserer Weise als Tiere, die sozusagen diese Unreife in geringerem Ausmaß oder überhaupt nicht aufweisen zum Zeitpunkt der Geburt und nach der Geburt. Und bis zum 20. Lebensjahr bleibt das Gehirn unreif und wird dann durch die hormonellen Einflüsse noch einmal durchgewirbelt, wie Frau Knapp erzählt hat, sodass die Konsolidierung der Gehirnstruktur und der Gehirnphysiologie erst so etwa mit dem 20. Lebensjahr, bei Frauen ein bisschen früher, bei Männern ein bisschen später, bis zu 60 Jahren. Nein, das stimmt nicht. Also schaut nur manchmal so aus. Gut, ich muss sagen, die emotionale Performance der 55-jährigen Midlife-Crisis-Besitzer sind nur eine Pseudopubertät. Das hat jetzt mit der eigentlichen Pubertät nichts zu tun. Darüber kann ich jetzt nicht reden. Gut, jedenfalls wirbelt das alles herum und das führt dazu, dass diese Menschen so ausschauen, als ob sie psychiatrische Krankheiten hätten. Ne? Die, nur weil wir wissen, die sind jung, sagen wir, die haben keine. Ne? Also so ein Kind spinnt ja wirklich, manchmal manisch, manchmal leicht dysphorisch, depressiv oder schwer dysphorisch, Schlafstörungen, halluziniert, spricht mit Dingen, die illusionäre Verkennungen, glaubt, was ist lebendig, was nur ein Stofftier ist, sieht irgendwelche Dinge, spricht mit wem und so weiter, also schizophrene Zustände und so weiter, alles das. Aber wir sagen, ist ein Kind, das ist okay, außer dass es nervt, kein Problem, zumindest kein psychiatrisches oder behandlungsbedürftiges Problem. Im Gegenteil, wenn es das nicht hat, glauben wir, es hat eine Störung. Ne? Das ist ja, da kommen wir wieder auf den Begriff der Verrücktheit. Ne? Und ebenso mit den pubertierenden Menschen, die allerdings natürlich eine riesen Herausforderung darstellen, pubertierende Menschen, da die uns manchmal verführen zu glauben, dass sie schon normal sind, ja? Weil sie so normale Phasen haben. Ne? Und dann sagen wir, okay, der ist ja schon normal, warum spinnt er dann? Nicht? Dabei ist die Normalität nur quasi ein Übergangsfaktor im Rahmen der fluktuierenden psychologischen Zustände. So ist es. Und dann werden wir mit 20, ist das Gehirn konsolidiert und das ist dadurch geprägt, dass die Neuroneogenese, die Nervenneubildung, so gut wie erliegt, also dass es das nicht mehr gibt. Es gibt also riesige Umbau- und Neuaufbauprozesse während der Jugend und Kindheit und das erliegt dann und dann ist das Gehirn das, was wir erzeugt haben. Im Philosophischen würde man sagen, man hat dann die Identität erreicht. Und die Identität ist das, was wir uns zu eigen gemacht haben, das ist die Fiktion unserer eigenen Vorstellung von uns selbst. Und fortab, weil wir ja auch Viecher sind alle, also Tiere, wollen wir uns verteidigen. Nicht? Also wir haben also einen Stabilitätskomplex dann und wollen dann Sicherheit. Wir wollen sozusagen das, was wir uns erworben haben, dann unbedingt verteidigen, selbst wenn das verwortakelt ist. Nicht? Ich sage immer, das gewohnte Unglück ist uns lieber als das ungewohnte Glück. Nicht? Wir verteidigen das und wenn es nur so katastrophal ist. Ja? Und damit werden wir zum Feind von Veränderung. Jetzt ist ja lustig, eine rechtskonservative österreichische Partei hat mit dem Wunsch von Veränderung zu Veränderung geworben. Ja? Wie passt denn das zusammen? Rechtskonservativ mit Veränderung.
Ja, das hängt damit zusammen, dass wir die Veränderung gewöhnlich nur dann lieben, wenn sie uns ermöglicht, gleich zu bleiben, wie wir sind. Wenn die Veränderung quasi im Dienste der Identität steht. Aber Veränderung ist in einer Wandlung, das mögen wir nicht. Ja? Das heißt, da muss man schon verstehen, dass die Verheißung von Veränderung nichts anderes ist als eine Metapher von Verheißung von Stabilität. Und dieser Zeitpunkt, also wenn das Gehirn sozusagen ausgereift ist, das ist der Beginn des Altseins, der Selbstverteidigung, der Selbstrechtfertigung, der ständigen Rechtfertigung, des Wollens, dass alles immer gleich bleibt. Und das ist natürlich ein ständiger Kampf, weil die Umwelt verändert sich ständig, wir selbst verändern uns ständig, wir können uns, wie auch Frau Knapp wunderbar ausgeführt hat, ja, dem gar nicht entziehen, und wir sind dem ausgeliefert, sozusagen, uns zu verändern. Und wir wehren uns aber dagegen. Und da hat das Gehirn eine wunderbare Eigenschaft entwickelt, die Eigenschaft der Dissoziation. Das wäre einen eigenen Vortrag wieder wert. Die Dissoziation ist die Möglichkeit, wenn ich zu einem Unfall komme und mir graus vor Blut, dass ich das ein bisschen ausschalten kann und trotzdem helfen kann. Ne? Wenn ich jetzt sozusagen aber als Dritter zu der Unfallstelle komme und nicht mehr helfen muss, dann graust man vor dem Blut. So, das ist dissoziativ. Ne? Im Alltag braucht man immer die Fähigkeit, dissoziieren. Ne? Wenn Sie eigentlich keine toten Mäuse wollen und Sie sind sozusagen die Mutter von 3 Kindern und von 5 Katzen und die bringen dauernd da die Mais einer und die Kinder weigern sich, die auszutragen, dann überwinden sie den Ekel und tragen die Maus aussehen. Wenn sie dann nicht mehr eine Maus austragen müssen, dann graust sie dann wieder vor der Maus, weil sie nicht mehr dissoziieren. Das ist eine kleine Dissoziation, wie sie schon noch, es ekelt, aber es geht. Nicht? Weil das tun sie sich nicht an jedes Mal vom Ekel, sich mit dem Ekel das so beschäftigen. Das ist die Dissoziation. Das gibt es aber natürlich auch als psychiatrisches Krankheitsbild. Die multiplen Persönlichkeiten, die sind sozusagen der Inbegriff dissoziativen Geschehens, wo wir eine Patientin bei uns gehabt haben, die hat ein paar Tage nur Französisch können und dann hat sie ein paar Tage überhaupt kein Französisch mehr können, nur mehr Deutsch. Ja? Aber sie hat effektiv das nicht verstanden. Die hat sozusagen einmal das französische Gedächtnis eingeschaltet mit dem Französischen und anderen dann mit Deutsch und so weiter. Also solche Krankheitsbilder gibt es auch. Das sind multiple Persönlichkeitsstörungen. Schwere Traumafolgen sind das. Schwere Traumafolgen. Und wir dissoziieren auch. Stellen Sie sich vor, Sie lassen sich gerade scheiden. Und Sie lassen sie nicht ohne Grund scheiden. Sie sagen es zwar ihrer Frau nicht, sie sind der Mann, sie sagen es zwar ihrer Frau nicht, aber sie haben eine attraktivere Dame gefunden, als sie ihre eigene finden. Und dann passiert Folgendes, ganz interessant, da müssen sie ja dissoziieren, dass sie abstoßen können von ihrer Frau. Und dann plötzlich fällt ihnen nur negative Dinge ein, ne? Wie fad es mit der war und wie ungemütlich es war und so weiter. Und ihre Freunde sagen, du hast ja vor einiger Zeit noch das andere geredet. Na, das haben wir schön geredet und so. Ihr dissoziatives Gehirn steht im Dienste ihres Wunsches, sich von der Dame zu trennen und die andere erreichen zu können. Und sie machen sich das schlecht. Ne? So dissoziieren wir halt ständig so hin und her. Ne? Sie sehen, unser Gehirn hat wenig Stabilität zugunsten von Stabilität. Ne? Also, dass wir halt quasi im Sinne unserer Motivation weiterkommen. Können Sie das nachvollziehen, wie das alles so funktioniert? Also, wir wollen sozusagen der Gleiche bleiben. Und so kann man ja den Donald Trump auch verstehen. Nicht? Der will halt immer quasi der Beste bleiben, weil er in seiner Kindheit sicher keine Bindungserfahrungen hat, keine positiven Bindungserfahrungen gemacht hat. Und da gibt es ein wunderbares Supplement. Wenn du jetzt Bindung nicht als Selbstrepräsentanz in dir entwickelt hast, wenn du Bindung in dir als Selbstrepräsentanz, als Erfahrung nicht entwickelt hast und dich
verbunden fühlst, also tief verbunden fühlst, ohne dass jetzt dauernd irgendwer kommt und sagt, ich halte die Hand oder ich umarme dich, quasi metaphorisch gesehen, wenn das nicht ist, dann gibt es einen lustigen Trick, wie man sich das quasi irgendwie organisieren kann, indem man sich Macht und Geld erwirbt. Weil mit Macht und Geld kann ich mir Bindung sicher erzeugen. Das führt zwar nicht zu einer Befriedigung des Herzens, bleibt das Herz unruhig, aber man wird sozusagen süchtig von dem Supplement von Bindung. Und das ist der Grund, warum wir alle so macht- und geldgierig sind auf der Welt, weil es einen Mangel an Bindung gibt. Das ist der eigentliche Grund. Und nachdem er jetzt die panische Angst hat, nicht genug Macht und nicht genug Geld zu haben, dissoziiert er und praktisch schließt andere Wirklichkeiten und Wahrnehmungen aus und bestimmt, was ist wahr und was ist nicht wahr für sich und macht es mit aller Gewalt und glaubt auch daran, weil würde er nicht glauben daran, Matthias, ist es ganz klar, dann würde er sich ja selber sehr verunsichern. Er kann sich gar nicht als Lügner empfinden, weil das wäre zu viel Unsicherheit. Jetzt möchte ich gern auf etwas kommen, warum die Massen von solchen Populisten so angezogen werden. Also man fragt sich, warum unsere Gesellschaft von Rechtspopulisten so verführbar ist heute. Man kann sich sehr gut vorstellen, in einer Zeit realen Defizits, in der Wirtschaftskrise, der Zwischenkriegszeit, dass Populisten Verheißungen zum Ausdruck bringen, die quasi die wahren Bedürfnisse des Menschen berühren und dass man da verführbar ist, ist klar, aus so einer Defizitsituation. Aber wir haben ja eigentlich keine Defizitsituation. Wir sind aber aufgrund der langen Friedenszeit und der Prosperität einfach eine innerlich komplett erschöpfte Gesellschaft, weil die Erschöpfung entsteht aus dem, dass wir nur mehr quasi unseren Besitz verteidigen, auch indem wir ihn ein wenig vermehren, aber wir haben nicht mehr das Empfinden der Selbstwirksamkeit. Und dieser Mangel an Selbstwirksamkeit erzeugt eine Hilflosigkeit, die Menschen in eine Verbitterung treibt, dass sie sozusagen gleichermaßen verführbar sind, als ob sie arm wären. Es ist ein interessantes Phänomen, dass die Armut ja was total Subjektives ist. Ja. Also, und so entsteht natürlich auf der Grundlage von Verbitterungsprozessen, aufgrund von nicht erfüllter Erwartungen in Ostdeutschland, natürlich dann die Fokussierung aufs Ausländerthema, obwohl dort gar kein Muslim ist. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Habe ich Ihnen das ein bisschen ich hoffe, ich habe es Ihnen ein bisschen vermittelt, aber ich werde versuchen, da noch ein bisschen was dazu zu sagen. Ich muss Ihnen bei der Gelegenheit noch ein bisschen erklären, was überhaupt Traumatisierung ist. Stellen Sie sich einmal vor, eine ganz grausliche Situation. Ein kleines Kind, ein Mädchen, blickt zum Papa auf und der Papa ist das Vorbild und repräsentiert Stärke und Sicherheit für das kleine Mädchen. Und dann bemerkt es, dass der sexuelle Handlungen an ihr vornimmt beziehungsweise vor ihr masturbiert. Und dann merkt sie, dass sie quasi in eine dissoziative Trance hineinkommt, weil da wird sozusagen dieses Vertrauensverhältnis missbraucht, dass quasi das, was sie von ihrem Papa gehalten hat, einfach nicht mehr konkurrent ist mit dem, was er mit ihr tut. Und daher ist ihre Identität, die ja stark am Papa sich entwickelt hat, quasi gefährdet. Und sie bringt quasi ihre eigene Identität nicht mehr unter den Hut. Das ist Dramatisierung. Das heißt, es bricht der Eckpfeiler der Identität zusammen. So entsteht Dramatisierung. Das hat stark mit Erwartungen des eigenen Selbst zu tun, weil wir wissen, je weniger Erwartungen wir an etwas haben, desto weniger dramatisierbar sind wir.
Das wissen wir zum Beispiel auch aus den Traumaopfern der Tsunami, von Tsunamis. Wenn Menschen quasi eine unsichere Identität haben, weil sie zu Angst neigen und so weiter, dann ist der Tsunami praktisch als Trauma nicht mehr verarbeitbar. Wenn sie aber vorher eine sichere Identität in sich hatten, dann macht der Tsunami relativ wenig, wenn Sie das nachvollziehen können. Das heißt, es ist sozusagen eine Traumatisierung, eine Verletzung, eine Vertrauenskrise. Das kann auch so passieren, beispielsweise Sie sind ein junger Mann und Sie haben Ihre große Liebe und glauben, endlich haben Sie es gefunden und wie ein Blitz aus heiterem Himmel verlässt Sie die Frau, dann können Sie auf dem Gebiet der Partnerschaftlichkeit eine derartige Verletzung ihrer Identität haben, dass sie nie mehr sich vertrauensvoll zuwenden können. Und dann sind sie in einer schrecklichen Lage. Weil die Grundlage, das Grunddilemma von uns Menschen ist ja, wir brauchen andere Menschen, um zu überleben. Von Anfang an. Die Bindungserfahrung erzeugt über emotionale Spiegelung, die Vorstellung, wer wir sind und wer wir nicht sind. Und daher schenkt uns Bindung quasi das Leben. Und wir brauchen das Leben. Wir sprechen miteinander. Ich sprich zu Ihnen, Sie hören mir zu, was auch eine dialogische Situation ist, trotz allem. Und wir müssen essen. Wir müssen einander wärmen, wir müssen einander trösten, wir müssen einander helfen, selbstwirksam zu sein, weil wir sonst eben in diese Hilflosigkeit kommen, wo wir dann leicht narzisstische Defizite haben, wo wir dann Populismusopfer werden, sei es durch einzelne Personen, sei es durch Politiker oder durch was auch immer. Wir brauchen einander. Und genau an der Grenze von Ich und Du entsteht natürlich auch Verletzung, Ernährung und Verletzung. Das ist das große Dilemma des Menschen, dass an der Grenze zwischen Ich und Du Verletzung und Ernährung passiert. Und wenn einer einmal diesen Vertrauensverlust, diesen basalen Vertrauensverlust erlebt hat, weil er zum Beispiel zur weißen Armut, zur neuen weißen Armut im Mittelwesten der USA gehört und alles, was ihm bisher als sicher erschien, weggebrochen ist, dann ist er in einer schwierigen Lage, weil er traut sich nicht mehr hin, wird aber nicht ernährt dadurch und muss also wegbleiben, dadurch hat er immer einen Mangel und gleichzeitig ist er trotzdem nicht geschützt, weil dadurch entsteht eine globalisierte Vermeidungshaltung. Er ist trotzdem nicht geschützt, ja, weil er nichts mehr spürt dem anderen gegenüber. Und wenn dann einer kommt und ihm durch irgendwelche Aussagen Verheißungen verspricht, dann wird er davon süchtig. Können Sie das nachvollziehen? Wenn man in so einer traumatisierten Lage ist, dann ist man quasi den Verheißungen ausgeliefert. Und dann kann man, auch wenn sich zeigt, dass das ein Volltrottel ist als Präsident, kann man nicht mehr von seiner Lieblingsidee loslassen. Und so bleiben die Diktatoren lang quasi an der Macht, weil sich sozusagen die Opfer der Diktatoren gebunden haben an die Verheißungen aus ihrer Traumatisierung und Verletzung. Und so geht es auch in privaten Beziehungen. Ja. Wenn Sie, und das werden einige von uns da erlebt haben, wenn Sie einen Partner oder eine Partnerin gefunden haben, von der Sie glaubt haben, der ist es jetzt, dann werden Sie wissen, dass der viel aufführen kann, bevor sie sich fähig sind, sich quasi von dem zu trennen. Weil sie sozusagen durch ihre eigene ursprüngliche Hoffnung, die quasi durch die Verheißung erzeugt wurde, sich so an dem binden, dass sie sich nicht mehr loslassen können. Und das heißt Abhängigkeit. Abhängigkeit heißt, dass ich von einer Verheißung nicht mehr loslassen kann, auch wenn der andere sich so benimmt, dass es ganz klar ist, dass die Verheißung nicht eintreten wird. Das ist sozusagen der Grund, warum der dann alles sagen kann. Und ich verstehe das Refrain, das immer so, dass es für mich passt. Weil wir wollen alles immer so verstehen, dass es für uns passt.
wir wollen uns nicht verändern, weil wir wollen einfach gleich bleiben, wie wir sind. Und jetzt möchte ich zuletzt sozusagen etwas sagen, was sozusagen auch der Kern meines Buches ist. Das erlauben Sie mir noch ganz kurz zu sagen. Die Kernaussage ist ja, dass Liebe kein Gefühl ist, sondern Liebe ist sozusagen nur die Empfindung der Verbundenheit. Das hängt mit dem Oxytocin zusammen. Das Oxytocin spielt in der Schwangerschaft und in der Geburt eine große Rolle, führt zu einer hohen Vernetzung des Gehirns. Das Oxytocin vermittelt einfach Verbundenheit und darum ist für mich Liebe nichts anderes als Verbundenheit, das Empfinden der Verbundenheit und kein Gefühl, weil das in ganz anderen Hirnteilen repräsentiert ist, eben nicht im Präfrontalkortex, obwohl es natürlich Verbindungen gibt. Und die Verbundenheit ist für uns existenziell so wichtig, dass das Cortisol sinkt, die Anspannung sinkt. Und das führt dazu, dass die Neuroneogenese auch nach dem 20. Lebensjahr noch aktiviert werden kann. Und ich habe sozusagen eine erhöhte Neuroneogenese durch ein gesunkenes Cortisol. Das ist ganz klar, warum das ist. Weil wenn wir in einer hohen Cortisolsituation sind, sind wir in einer Stresssituation und dann dürfen wir nichts Neues lernen, sondern müssen auf die bewährten Muster zurückgreifen. Und da hat die Evolution vorgesehen, dass wir uns dann nicht mit dem Neuen beschäftigen, gerade wenn wir in Krisen sind. Wenn wir aber uns verbunden wissen, dann können wir quasi neue Inhalte konsolidieren. Das Gehirn kann kreativ sein. Und wenn das Gehirn kreativ ist, kann es neue Wege finden. Jetzt ist es blöd. Gerade in einer Krise kommen wir oft in eine Situation, dass die bewährten Muster nicht funktionieren, können aber nicht aktiviert werden. Und da hat die Natur was wahnsinnig Schönes erfunden, nämlich die Liebe. Dass wir nämlich, wenn wir uns da in so einer Situation verbunden wissen, in so einer Situation wissen, dass wer für uns da ist, dass wir nicht allein sind und so weiter, dann trotz der Anspannung kann das Cortisol sinken und wir können kreativ werden und wir können unsere Krise lösen. Darum sage ich immer, wenn ich bei Unternehmungen sprich, die ganzen Methoden von Change-Prozess begleiten und so weiter, kennt sich alle, wenn es noch Haar habt, zum Unterschied zu mir, in ihre Haare schmieren. Das Entscheidende, dass Menschen veränderungsfähig sind, ist, dass sie sich verbunden fühlen, weil dann ist alles schon getan und dann ist die Veränderung praktisch riskierbar. Darum geht es. Und dann kann ich auch riskieren, eine Botschaft zu empfangen, die meine Identität möglicherweise verändert, weil das Basale in mir stabil ist, dann kann ich Veränderungen riskieren, die nicht nur im Dienste der Stabilität sind, sondern tatsächliche Veränderungen, weil die Verbundenheit quasi mir diese innere Sicherheit gibt. Ich kann also, um anzuschließen an Frau Knapp, die Unsicherheit dann ertragen, wenn die basalen Bedürfnisse von mir wie Bindung erfüllt sind, dann kann ich das machen. Und das ist die Liebe. Und darum ist Liebe für mich nicht ein romantischer Begriff, auch kein gefühlsbetonter Begriff, sondern ein Begriff, der nicht nur im Privatleben, sondern im Berufsleben eine ganz besondere Rolle spielt. Ich bedanke mich sehr herzlich.